MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Guten Morgen, liebe Freunde des GTA-Mods und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von GTA. Ich sehe gerade, ich fahre mal so weit weg, ne? Ich habe hier oben direkt eine Polizeistation, Leute. Kann auch 9 sein, weiß ich nicht. Naja. Irgendwie werden wir die ganze Zeit überfallen da vorne an der Bar und unsere Einnahmen werden die ganze Zeit geklaut, aber das ist mir relativ egal. Weil wir sind nicht hier als Franklin, wir sind hier als Officer Hubi-Fan. Mit noch so kleinen Hürden, aber ich... Wow, was war das? Was läuft denn da uns entgegen? Hoppala. Was ist das für eine Polizeiwache hier? Können wir jetzt die Bush-Police nehmen hier? Okay, cool. Coole Sache. Ah, komm schon. Ja, Franklin, Mann. Tu mal was für dein Geld. Verdammte Scheiße. Viele schreiben ja immer von wegen, es wäre cool, wenn wir in Ego-Perspektive spielen würden. Das Ganze ist dann noch ein Stück schwerer, finde ich. Aber kriegen wir schon hin. So. Schönes Haus auf jeden Fall. Gefällt mir. Beaver Bush Ranger Station. Uhu. Schade, dass das Ganze nur in der Alpha ist und nicht schon in der Beta. Das wäre richtig geil. Einer schrieb, wir sollten da nochmal dank des neuen Mods vielleicht die neuen Nose-Einheiten probieren. Ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie was Spezielles können oder so. Dann nehmen wir auch das dicke Auto hier. Würde ich doch glatt behaupten. Und schon sind wir ready. Ich steige einmal aus. So sehen wir jetzt aus. Spezial-Sondereinheitskommando. Und einer schrieb, man könnte irgendwie in den Kofferraum gucken. Und da wären Waffen drin. Aber ich glaube, dafür braucht man ein Plugin. Das haben wir leider nicht. Ist aber auch nicht schlimm. So, ihr wolltet Ego? Dann kriegt ihr Ego. So, was ich aber möchte, ist erstmal ganz kurz, bevor wir irgendwas machen, zum Waffenladen flitzen. Wow. Ich weiß, diese Polizeiautos gehen in diesem Gelände echt brutalst ab. Das ist Wahnsinn. Weil ich denke mal, als Sondereinheitskommando braucht man auch Spezial-Sondereinheitswaffen, weil wenn wir es danach wieder mit einem irgendwas haben. Ja, den kriegen wir hin. Jo. Was? Achso, das hat sich jetzt ganz geändert. Okay, So, Waffe weg. Waffe weg. Nein, nein. Waffe weg, habe ich gesagt. Ja, gut. So, okay, gut. Wir brauchen einmal eine EMS-Unit. Ich weiß nicht, ob er, ob ihm noch geholfen werden kann. Moment, wir steigen mal kurz ein und machen auch. So, ja, das sieht doch geil aus. Hier ist der Verletzte. Können Sie ihm noch helfen, oder? Ich bin gespannt. Okay, ich glaube, der ist tot. Nee, ne? Könnt ihr ihm noch helfen? Ich meine, ich habe ihn angefahren und zweimal... Das gibt's gar nicht. Roger, we're heading over now. Roger that. Das ist super. Dann können wir dich nämlich festnehmen. Put your hands up. Auf den Boden, sofort. Sofort auf den Boden. Gehst du jetzt runter? Okay, andere Waffen. Don't move. Auf den Boden, habe ich gesagt. Attention all units. Citizens report. A DUI. Gibt's ja gar nicht. In Vinewood Hills. So, ja, wir können leider momentan keinen Funkenspruch entgegennehmen, tut mir leid, weil wir noch leicht beschäftigt sind.
Ab ins Auto. So, ganz kurz nachschauen, wo nochmal der Knast war. Ah, der ist da vorne. Ist das der komplizierte Knast oder der einfache? Ja, manchmal stottert es dann hinterher. Ich weiß nicht warum. So. So, das brauchen wir nicht unbedingt. Wenn es für euch okay ist. Ah, ich fahre einfach so mit kaputter Scheibe. So schlimm ist das jetzt nicht. Okay, direkt vor uns sind Schüsse detected, aber wir haben halt hier unseren kleinen Sträflingsfreund noch drin, der netterweise noch gerettet werden konnte und somit seine Strafe noch so absitzen kann. Super. Und ich dachte, ich hätte ihn so schwer verwundet, dass er vielleicht schon tot ist. Aber hey. Ja, so ist viel besser. Jetzt haben wir einen Durchblick. Ja, Junge, ich würde sagen, für dich sieht's düster aus, ne? Schüsse auf einen Police Officer, Schüsse auf mich vor allen Dingen. Ah! Jetzt hat sie ihr Brötchen fallen lassen vor Schock. Entschuldigung. Das wollte ich natürlich nicht, dass sie ihr Brötchen verliert. Wo ist denn hier verdammt nochmal der Eingang von der Polizeistation? Ah, das haben wir doch letztens schon gesucht ohne Ende. Oder bin ich jetzt verkehrt? Entschuldigung. Oder war das nicht hier? Ich weiß es nicht mehr. Ja doch, da war das. Achso. Kann das sein, dass der gerade automatisch rausgenommen wird? Ich glaube ja. Ja, ja, wunderbar, super. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, sofort. Oh nein. Egal. Schade, Terroristen, das wäre mal was Neues gewesen. So ein Dreck. Egal. Hier links. Ah, Entschuldigung, Entschuldigung. So, genau derselbe Fall wie gerade eben. Wir hoffen, dass wir ihn wiederbeleben können. We have an ambulance requested in Hawick. So, und danach hoffen wir natürlich, dass er wiederbelebt werden kann. Ich halte ihn am Leben. Wo bleiben die Jungs? Ich kann ihn nicht ewig am Leben halten. Schnell, Leute, schnell. Ah, da sind die Kollegen, sehr gut. Wird auch Zeit. Los geht's. Ja, hier unten ist noch einer. Na, der ist schon weg. Okay, hat sich erledigt. Aber der hier. Nein, wir sind nicht zu spät. Nie im Leben. Ich muss ihn haben, Leute. Ich muss ihn haben. Es kann nicht sein, dass es zu spät ist. Bitte. Und? Hat er noch Herzschlag? Ja? We did everything by the book. Attention all units. We have a possible 140. Schade. Los geht's. Downtown. Oh, ja, doch gerne. Machen wir. So, wir haben einen Pursuit. Los geht's. Ein flüchtiges Fahrzeug haben wir schon. Ah, fuck, fuck, fuck. Egal, quetschen wir uns durch. Sehr geil. So, der Kollege fährt hier gerade irgendwo lang. Ah, da ist er. Er ist so gesehen in unsere Richtung gefahren. Ah, komm schon. Ah, komm. Ich möchte keine Gewalt anwenden. Bitte. Halten Sie Ihr Fahrzeug an. Das gibt's gar nicht. Gut. Schieß ihn auf die Reifen. Das gibt's nicht. Komm, lassen Sie es sein, Mensch. Schaffst du doch nicht mehr abzuhauen.
Lass es sein, komm schon. Das gibt's nicht. Ah, der Sack. Schnappt ihn euch. Weit kommt er ja nicht zum Glück, aber trotz allem. So. Jetzt schnell. Schnell sein. Schnell sein und rausziehen. Jetzt haben wir ihn. Jo, wir haben ihn. Auf dem Boden. Auf dem Boden. Sehr gut, Leute. So, wir können nämlich auch eine Unit nehmen. Wo wird der gerade... Achso. Wie war das? So. So langsam kriege ich es hin. Schöner Wagen auf jeden Fall. Nicht schlecht. So, dich holt jetzt jemand ab, Junge, und danach war es das, ne? Scheiß Aktion von dir, würde ich sagen. Bist du aber komplett selber schuld. Pech gehabt, würde ich sagen. Ja. Ja, gerade nicht, Team. Ich bin noch hier beschäftigt mit dem jungen Mann vom... von der Fahrerflucht. Aua. Wer hat denn hier auf uns geschossen? Officer. Waffe runter, sofort. Waffe runter. Hier sind falsche Officer unterwegs, glaube ich. Sag mal, was ist kaputt mit dir? Legen Sie jetzt Ihre Waffe nieder. Lass es jetzt sein, verdammte Scheiße. Sag mal, wo ist der Transporter, den ich bestellt habe? Ich warte hier immer noch. We've got a code 99 in Vinewood Hill. Ja, den kannst du dir angucken, der hasst dich. Soll einer sagen, dass Polizisten nur auf Schwarze schießen, ne? Es kommt hier keiner. Dich abholen, Junge. Ja, da müssen wir dich mitnehmen. Dann mache ich das. Einsteigen, bitte. So, dann bringen wir dich noch weg. Ja, fahren wir hier zu der automatischen. So. Nein. Jetzt nicht. So. Hier lag auch jemand. Okay. Den habe ich gar nicht gesehen. Warum lag da einer? Ich hoffe natürlich. Entschuldigung, Entschuldigung. Ey, ohne Spaß. Es tut mir so leid, ey. Ich glaube, wir müssen genau auf diese Seite hier. Ja, genau. War richtig. Sehr gut. Und einfach hier reinfahren. So. So, und dann wird er nämlich mitgenommen. Perfekt. Haben wir unsere Sorgen aus dem Fahrzeug raus transportiert, so gesehen. So. Sehr geil. Auf dieser kleinen Fläche gedreht. Nicht schlecht. So, wir bräuchten bald mal ein neues Fahrzeug, weil das hier ist schon, ja, gut ramponiert, aber egal. So, wir warten auf einen neuen Einsatz. Auf jeden Fall, los geht's. Ich weiß zwar nicht, was ein Burglary ist, aber egal. Ich werde schnell da sein. Wir werden da sein. Das geht schnell. Das geht schnell. Wir werden da sein. Achtung. Bitte anhalten. Danke. Hi. Hallo? Ich dachte, du wolltest mit mir reden, ne? War doch so, oder? Hi.
Rede.